Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Nala kocht heute für mich. Was kochst du für mich? Ich koche was Leckeres. Was denn? Ich koche irgendwas mit Reis, aber ich weiß noch nicht was. Nala kann gar nicht kochen. Also nur das, was einfach ist. Wir gehen jetzt einkaufen und wir nehmen uns jetzt einfach mit. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Biomarkt, weil Nala möchte heute nur Bio kochen. Bist du aufgeregt? Was willst du denn haben? Was willst du denn essen? Ich möchte etwas Leckeres essen. Reis? Ja. Mit Pilze? Wie Reis mit Pilze? Vielleicht so Reis, einen schönen Salat und dann noch was. Wunder. Reis, schönen Salat und noch was. Reis und Pilze und Salat. Wie und Pilze? Champignons. Ja, du musst so eine richtige Soße machen. Und deine Soße mache ich. Ja, bin ich mal gespannt. Okay Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, auf dem Weg zum Biomarkt und wir melden uns, wenn wir da sind. Ne? Ja. Bis dann. Wir sind jetzt auf jeden Fall einkaufen. So Leute, ich bin jetzt hier und heute habe ich ja gesagt, ich mache Reis. Das ist auch das erste, was ich kaufe. Ich glaube schon so einen ganz normalen Basmati-Reis. Ich kenne da nicht die Unterschiede, was gibt es hier alles? Parboiled-Reis, Basmati, Basmati-Vollkorn, Basmati-Rundkorn. Ach, wie viele Körner gibt es ja? Ich hole mir einfach einen normalen Korn hier, Basmati-Reis. Da ist er. Warum gibt es so viele Reissorten? Ich fange erstmal an mit Reis. Okay, normalen weißt du schon, was du kochen willst jetzt? Ja, Reis und Pilze. Okay, komm. So Leute, ich habe jetzt erstmal Reis. Und voila, ich habe keine Ahnung, was ich noch holen soll. Also Pilze natürlich, aber wie soll ich den Rest machen? Ja? So, ich mache Champignonsauce. Ich hole jetzt einfach dieses Gummi um die Ecke. Ey, hau ab! Ich will das für die ich mache Champignonsauce. Okay. Mein Gericht hat auch ein paar Specials. Ich hole mir jetzt noch ein paar Sachen. Eine Packung Cashews auf jeden Fall. Ich habe auch vor, einen Smoothie zu machen. Deshalb frohe Erde. Als Nachtisch gibt es Eis. Weil ich keine Milch benutzen will, habe ich eine Sahne-Alternative. Sojasahne. So, die Pilze habe ich jetzt. Das nächste, was ich machen will, damit das besser aussieht, ich hole noch einen Brokkoli. Von dieser Brokkoli 1 Kilo. 6,50 Euro. Guck mal, was ich jetzt mache. Ich glaube, dieses Ding alleine kostet 5 Euro. So, Leute, mein Gericht bis jetzt: ein Brokkoli mit Cashew und Reis und Pilz, Soße. Hier sind die Pilze, hier ist die Sahne. Wird auf jeden Fall lecker. Merk, was geht, mein Perle? Was geht, mein Perle? Alles klar, mein Perle? Ich bin gespannt, was er mir kochen wird. Weißt du, was ich koche? Ja, aber ob das schmecken Reis wird. Reis mit Pilze. Wir müssen dann jetzt noch zu Rewe. Wie das aussieht. Wow. Jetzt bei Rewe. Ich glaube, ich nehme die Kamera nicht mit, weil wir gehen nur schnell rein und wieder raus. Ich nehme die Kamera mit. Wallah, ich jag so einen Typen die ganze Zeit, weil ich euch seine Maske zeigen will. Hier los, was ist hier los? Ich küsse doch seine Augen, Mann. Ja, Leute, wollte ich auf jeden Fall zeigen, was für eine Motherfucker-Maske er hat. Guck mal jetzt, wie ich den allen Paranoia mache. Ich muss nur in die Sonne gucken, dann muss ich niesen, warte. Oh, Corona, Corona. So Leute, wir sind jetzt zu Hause. Nada ist nochmal kurz runtergegangen. Er will unbedingt eine Schütze haben. Und ja, ich bin gespannt, was Nada so Tolles zubereiten wird und ob es überhaupt schmecken wird. Dann warten wir auf Nada und dann wird es auch losgehen. Da ist er wieder. Wo hast du die Schütze? Und eine Pizzeria. Du musst tiefer ein bisschen. Warum tiefer? So. Okay, dann was? Was ist los? So Leute, was machen wir heute? Pilze mit Reis. Und dafür wollen wir erstmal Reis. Also die Schürze rutscht ein bisschen runter. Ich muss die ein bisschen stehen. Und los geht's. Ich muss den Reis waschen erstmal. Ne? Kannst du mir aber bitte behilflich sein? Kannst du bitte den Reis waschen? Weil was? Jeder Koch hat Assistenten. Jeder Koch hat Assistenten. So Leute, als nächstes kannst du die Pilze bitte auch waschen? Nein, das zählt so, ich muss es selber machen. Ich koche doch. Hast du gesagt, Nada kocht oder Nada wäscht? Das
Ding ist, meine Schürze rutscht die ganze Zeit runter, Mann. So kann ich nicht arbeiten. So, Leute, weil die Schürze die ganze Zeit runterrutscht, habe ich die jetzt ein bisschen anders gemacht. Hast du den gewaschen? Ja. Sehr gut. Der Reis. Der Reis kommt jetzt auf den Herd. Ungefähr so, ja, nee, dass so, wenn der Reis unten liegt, musst du das Doppelte am Wasser brauchen, damit das gut läuft. So. So, der Reis kocht. Meine Assistentin, kannst du mir bitte ein Messer geben? So, nächstes, meine Freunde, müssen wir die Pilze machen. Schneiden wir in Scheiben. So, die Pilze sind geschnitten. Jetzt machen wir Brokkoli. Brokkoli ist sehr gesund. Das Ding ist, ich mache Pilze mit Reis. Mit Brokkoli sieht das ein bisschen traditioneller aus. Ich brauche meine Ordnung, deswegen, wenn was geschnitten wird, müssen sofort zur Seite gelegt werden. Jetzt haben wir das Hauptgericht schon mal fertig. Es wird Reis sein mit Pilze und Brokkoli. Leute, das kann nur ein Desaster werden. Ich zeige euch nur so, wie es ist. Es brennt. Wirklich? Voilà, das brennt brutal, ja. Reicht ein Zwiebel? Bist du entscheidend, Chefkoch? Ich glaube, ein reicht. Guck ich mir jetzt genau diese Schneidetechnik an. Habe ich schon meine Mutter gelernt. Was heißt gelernt? Ich habe von dir abgeguckt. Ich glaube, das muss weg, oder? Das muss weg. Jetzt bitte. Guck genau hin. Ja. Hast du das mal gesehen? Siehst du? Diese Tricks kennst du gar nicht. Bam, haben wir genug Zwiebeln und perfekt geschnitten. Und das kann man. Aber hier mein Auge! Aber hier! Guck mal in die Kamera. Oh mein Gott! Ah! Ist alles unter Kontrolle. Oh mein Gott, meine Augen. Na, der Legendary kocht. Okay, Leute, während der Reis kocht, mache ich jetzt ganz schnell den Salat. Das ist ganz einfach auch. Ich komme jetzt wieder, ich muss ganz kurz waschen. So, ich danke auf jeden Fall meiner wunderschönen Assistentin, die hier meinen Platz wieder sauber gemacht hat. Dankeschön. Sehr nett. Jetzt schneiden wir die Gurke. Schneidet man die so? Das ist nur das Ende, weil das. So. Jetzt kommen erstmal die Gurken hier rein. Dann die Tomaten. Ich sehe ihn ungelogen. Das erste Mal kochen. Sehr, ich mache dir immer so ein leckeres Frühstück. Das, was Sie hier sehen, ist Feldsalat. Das sind Tomaten natürlich. Schau mal, ich glaube, der Reis brennt gleich an. Tasty. Yalla. Der Reis ist fertig. Okay, Leute, der nächste Schritt. Wir braten jetzt das Gemüse an. Natürlich nur mit Kokosfett. Weil es gesund und so. So. Das ist die perfekte Menge. Als allererstes machst du, glaube ich, Salz auf die Brokkoli. Und dann machst du dieses Brokkoli erstmal alles rein. So. Warum lachst du? Du blamierst mich vor dem Zuschauer. Du musst tun, als wenn ich kochen kann, Mann. Ich bin bester Koch. Jetzt müssen die erstmal ein bisschen weich werden. Und gleichzeitig, wo die drin sind, kannst du auch schon die Pilze reinmachen. Ich stelle euch kurz ab, Leute. Erst hier am Machen. Ich räume nebenbei auf. So. Nada macht das jetzt auf einen separaten Teller auf, weil er vergessen hat, die Zwiebeln anzubraten. Leute, aber das ist kein Problem. Ich hätte mit Zwiebeln anfangen müssen, aber ein guter Koch weiß, wie er aus Problemen rauskommt. Die Zwiebel rein. Für alle, die auch mal selber versuchen wollen zu kochen, wenn es knistert, das heißt, dass es gut ist. Und dann könnt ihr ein bisschen Salz drauf machen. Auf die Zwiebel. Und was denn? So. So. Jetzt wartet ihr, bis sie ein bisschen braun sind, oder? Am besten glasig. So, wenn sie so Glas sind, wie Glas, durchsichtig fast. Ihr wart, bis sie ein bisschen braun sind. Jetzt?
Jetzt machen wir die Soße. Nein, jetzt machst du es wieder rein. Genau. Jetzt kommt es wieder rein. Kommt wieder rein. Leute, hört ihr das? Wenn sich das so anhört beim Kochen, heißt das, dieses Essen wird. Und jetzt einmal die Soße mit der Cousine von Soja. So. Muss ich jetzt wieder einmal reinmachen? Nein. Was steht? Na, dann lies die Verpackung durch. Mann, da steht 200 ml kaltes Wasser. Ja. Okay, Leute, 200 ml. Nein, 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 mit mir. Ich weiß doch vom Gefühl her. Habt ihr jemanden mal so gesehen, dass er Wasser reinmacht? 200 ml. Perfekt. So. Und jetzt? Hier. Kommt das rein. Also die Pilzsoße. Die kommt jetzt rein hier, alles? Ja. Die kommt jetzt hier rein. So. Jetzt war nein, nein. Und jetzt berühren. Sind Sie sicher 200 ml? Oder? Sieht es zu wenig aus? Mhm. Ah! Ist es zu viel? Was? Nein, ist nicht zu viel. Ist zu viel. Ist nicht zu viel. So. Was machst du jetzt? Sojasahne rein. Deine Assistentin empfiehlt dir, dass du ganz kurz wartest. Okay, Leute. Eigentlich muss ich diese Sahne reinmachen, aber wir lassen es jetzt ein bisschen abkühlen, weil die Sahne sonst klumprig wird. Woher ich das weiß? So, kommt rüber. Es geht jetzt weiter mit dem Salat. Dieser Salat ist kein normaler Salat. In diesem Salat kommt jetzt Folgendes rein. Natürlich machen wir das auf unsere Art und Weise. Wir machen das so. Venusfett. Was ganz wichtig ist, schwarzer Pfeffer. Auch nicht so viel. Aha. Dann benötigt ihr, ist auch sehr gut, Salatgewürz. War im Schrank. Ich denke mal, das ist gut für Salat. Da kann es auch schon ein bisschen mehr sein. Und dann, zu guter Letzt, keine Ahnung, was es ist. Aber ich denke mal, das wird auch gut sein. So, super, super sieht das aus. Und jetzt, damit das Ding. Ja, jetzt kommt Zitrone rein. Seht ihr das? So. Das ist ein Salatdings. Salatumrühr. Jetzt rührt ihr den Salat um. Und da die Hände gewaschen sind, könnt ihr das auch gerne mit den Händen machen. Macht das einfach mit den Händen. So mischt sich das leichter. Super. Super. Okay, Leute. Der Salat ist fertig. Jetzt machen wir weiter mit der Soße. Die Soße gibt ihr da rein, alles? Ja. Die Soße gibt ihr rein. Für den Geschmack würde ich da noch ein bisschen Salz. Nein, würde ich auf keinen Fall, egal was ihr macht, macht kein Salz rein. Egal was ihr macht. So, aber einen Schuss Zitrone kannst du niemals einen Schuss Zitrone reinmachen. Niemals. Und dann rührt ihr natürlich um. Und macht den Herd nochmal an. Auf mildere Stufe. Auf mildere Stufe. Auf 5. Auf 4. So, und dann rührt ihr um. Okay, und jetzt, Leute, kommt die Stunde der Wahrheit. Ich probiere jetzt, wie das schmeckt. Okay? Wallah gut. Wallah gut. Wir haben den Salat, wir haben die Soße, wir haben den Reis. Jetzt kommt zu einem Topping, Leute. Topping ist einfach unglaublich. Wir brauchen eine kleine Pfanne. Da dreht ihr richtig auf. Dann brauchen wir Cashewkerne. Und kommen wir rein. In der Zwischenzeit, wo das heiß wird, machen wir den Smoothie. Denkt ihr, ich mache nur eine Sache? Ich mache Reis, ich mache Pilze, ich mache Salat, ich mache Topping und ich mache Smoothie. Leute, pass auf, was in den Smoothie kommt. Zwei Bananen und ich mache Banane so auf, so, ich mache so auf. Also, Banane kommt rein. Und gleichzeitig auch immer seine Küche im Blick haben, weil man Chefkoch ist. Hier ein bisschen rühren und direkt wieder weiter. Und direkt so. Assistentin, kannst du bitte die Erdbeeren, die gefrorenen Erdbeeren aus der Tiefkühl? Sofort. Dann kommt hier Mandelmilch rein. So, und natürlich nicht vergessen, weiterrühren. Scheiße, ich verbrenne. Spaß, ich verbrenne nicht. Alles läuft nach Plan. Ein bisschen knusprig. So, weiterrühren. Bananen habe ich schon reingemacht. Jetzt kommen die gefrorenen Beeren. Erdbeeren. Die kommen auch da rein. Super, hier. Perfekt. Wir sehen. Verbrannt aus. Nein, nein, das soll so sein. So, perfekt.
Nedir! Okay, Leute. Jetzt kommen wir zum Finale. Jetzt, Leute, zeige ich euch, was der Unterschied ist zwischen einem 4-Sterne- und einem 5-Sterne-Koch. Das Auge ist mit. Deshalb wird hier erstmal der Reis gestrichen und... Wow! So, das ist für Luisa. Die sehen zwar verbrannt aus, aber... Mann, okay, man muss einfach zugeben, ein bisschen verbrannt. Die kommen hier rauf. So, dann kommen wir jetzt zum Smoothie. Der ist nicht schwer. Smoothie schmeckt super. Aber ich habe eine süße Perle hinter der Kamera und sie mag es, wenn es ein bisschen süßer ist. Deshalb süße ich den Smoothie ein bisschen mit Datteln. So. Schmeckt wirklich richtig lecker. So Leute, das Essen ist jetzt fertig. Ich bin mega gespannt, wie es schmecken wird. Ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal in Ruhe. Meister. Jetzt kann ich endlich die Schürze ausziehen. So Leute. Das Essen war super, hat wirklich sehr gut geschmeckt und der Smoothie war auch super. Dann beende ich auch jetzt dieses Video. Ich hoffe wie immer, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, like, kommentiert, abonniert und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Bye!